Einen wunderschönen guten Abend hier im Showtreff Wurzelsheim. Und ich freue mich, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid. Wir haben heute einige Ausfälle zu beklagen durch Krankheit, durch die Lufthansa, die wohl jetzt streikt, oder auch durch Arbeit. Aber wir haben trotzdem voraussichtlich 16 Künstler auftreten heute. Und ich denke, das lässt sich trotzdem sehen. Ihr seid heute bei den Weihnachts-Showtreff. Und was bedeutet das? Wisst ihr es? Weißt du, was das heute bedeutet? Nein? Weißt du, was es bedeutet? Weihnachtsfriede und etwas von ja. So sieht es aus. Ich werde jetzt zwei Lieder anstimmen und ich hoffe, das Publikum singt weiter. Ich werde auch ganz schwere Lieder heraussuchen. Seid ihr bereit? Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Ach, das ist geil, Mann. Warte mal, da könnte man doch noch was machen. Wie ging das? Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Okay, machen wir ganz schweres. Oh, Tannenbaum. Unsere Künstler auch noch ein bisschen nervös machen. Radio KMR1 zeichnet euch live die ganze Show auf. Und da sage ich mal herzlich willkommen von unserem Team Gabriele Reinhardt auch bei Radio KMR1. Mir bleibt jetzt erst einmal Dankeschön zu sagen für das ganze Jahr hier im Shop, die Treue gehalten hat. Dass er mir die Treue gehalten hat, dass er die Treue zur Familie Bauer gehalten hat und dass der Showtreff, ich sage mal, ganz leicht gemausert hat, oder? Jawohl! Klatschen wir mal auf. Und dann möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Der Nikolaus kann am 6. Dezember nicht kommen. Es kommt eine Nikolausi. Tina, komm mal zu mir. Wir haben heute eine Nikolaus-Frau. Tina, möchtest du mit dem Publikum auch mal singen? Mit dem Publikum singen? Ja, gerne. Was wollen wir denn singen? Singen wir Ich habe nichts gegen die Vollplaybäcker. Ich habe versucht, Vollplaybäck zu moderieren. Funktioniert nicht. Weil ich dann mit der Stimme komme von Peter Frankenfeld, stimmt was nicht. Oder wenn ich zum Beispiel als Roberto Blanco, so schwarz bin ich schon lange nicht mehr und so blank auch nicht. Okay, lassen wir es beginnen hier, der Weihnachtsshowtreff in Rüsselsheim. Weil ich dir warm und wünsche mir
Thank you.
Thank you.
Wir gehen in seiner Haus und auch der Nikolaus kommt in unser Haus. Und packt die schönsten Weihnachtssachen aus. Seid ihr alle da?
Natürlich wird der Armin am Schluss, ja, nicht am Schluss, der Bernd, nicht am Schluss. Ihr seht ja auch mal die Filme, wenn sie mit und nicht, wer zum nicht. So sagt ihr sie mir. So. Meine lieben Künstlerkolleginnen und Kollegen, Freunde des Showtreffs und Gönner des Showtreffs, ich wünsche euch frohe, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und viele Buchungen und vor allen Dingen Gesundheit. Wenn wir in der letzten Zeit erlebt haben, dass viele von uns praktisch gegangen sind. Euer Bad Spencer, Klaus Wittmann. Danke. Vielen Dank. Komm in die Mitte. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Die mich nicht kennen, aber ich denke, die meisten, die kennen mich. Ich bin der Gunther Hildebrand, seit über 30 Jahren speziell in der Country Music tätig. Und wir haben jetzt im nächsten Jahr, am 28. Februar, einen sogenannten Künstlerstammtisch ins Leben gerufen, der aber speziell sich auf die Country Music bewegt. Wir wollen also keinen Abklatsch von hier machen, sondern. Ne? Klappt vielleicht ein bisschen besser, aber keine Aussetzer. Hier bei dieser Veranstaltung geht es darum, wie mache ich eine Veranstaltung? Was muss ich beachten bei GEMA, bei Finanzamt, bei Bodyguard, bei Roten Kreuz, bei Feuerwehr und. Es werden also Vorträge da gehalten, wie alles rundum. Dann wollen wir natürlich auch sehen, dass wir Künstler an den Tisch bringen, die sich mal untereinander aussprechen sollen, denn viele sind ja unheimlich verfeindet untereinander und reden nur über die anderen hinter vorgehaltener Hand. Alles das wollen wir hier mal auf den Tisch bringen. Das wird also eine reine Informationsveranstaltung, natürlich auch mit einzelnen Künstlerauftritten zur Auflockerung, aber die Flyer liegen auf Ihren Tischen da. Sie können auf der Rückseite, ist über den Country Table etwas geschrieben. Wenn Sie mehr erfahren wollen, dann können Sie das gerne auf der Webseite, da kann man sich auch anmelden. Und wenn Sie Lust haben, Interesse haben, dabei zu sein, 28. Februar, vielleicht gewinne ich da wieder ein paar Leute dazu, für die Country Music ein bisschen populär zu machen. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und jetzt möchte ich euch eine Frau vorstellen, auch mit ihr arbeite ich dieses ganze Jahr 2014 zusammen, meine Stellvertreterin vom Showtreff oder auch die bekannte Künstler-Motto-Show, Sandy. Erzähl du auch mal ein bisschen was von der Künstler-Motto-Show. Ja, die Künstler-Motto-Show ist fast ähnlich wie der Showtreff. Ich bin noch am Gucken, ich habe vielleicht demnächst einen Raum, wo wir hingehen können, dann können wir das auch kombinieren. Sagen wir mal, alle zwei Monate mal den Künstler-Motto-Show zu machen, dann kann sich auch jeder präsentieren. Ist natürlich in Rheinland-Pfalz, nicht in Hessen, damit wir auch ein bisschen Abstand haben. Und vor allen Dingen, die Motto-Show ist dann auch buchbar, natürlich die Showtreff auch. Und wir waren dieses Jahr schon viel unterwegs, wir haben super, super Veranstaltungen gehabt. Und ich habe auch Anfragen nächstes Jahr schon für die Motto-Show, aber das läuft erst noch. Im Moment bin ich ein bisschen durch meine Schwiegermutter, die schon 2,5 Monate im Krankenhaus ist und immer noch da ist, bin ich halt immer viel unterwegs im Krankenhaus und so. Deswegen lese ich auch nichts beim Facebook im Moment. Es ist mir im Moment die Oma wichtiger. Vielen Dank, liebe Bilde. Und was wir auch noch sagen möchten, es steht schon fest, nur noch nicht der Termin. Wer Lust hat, wieder zu singen, wer Lust hat, mit uns zu reisen im Bus, wir sind nächstes Jahr, 2015, wahrscheinlich Ende Sommer, Anfang, auch, sagen wir mal Juli, August, wieder bei Heimsingers auf dem Reitergestühl und da lassen wir es wieder richtig starten. Wenn ihr Lust habt, bei der Technik oder bei mir anmelden, wir tun auch keine Preise erhöhen, wir lassen es für die Fahrt hin und zurück nach Belgien nur 30 Euro.
Wer Lust hat, ich gebe demnächst noch den Termin frei, wenn ich vom Heinz Simons bekommen habe, wann er Zeit hat. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich sage, yeah.
Kann aber sehen ins Wort. So, wir wollen jetzt in meiner Sitzung singen. Ja. Okay. Spanisch. Feliz Navidad.
Zedit und meine Wenigkeit möchten euch ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Kommt gut ins Jahr 2015. Bleibt mir gesund, bleibt uns treu. Wir vom Team, vom Showtreff, von der Motto-Show sagen Danke für eure Treue. Danke, dass ihr immer da seid. Und danke unseren weiblichen Weihnachtsmann.